Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls. Ich sag's hier doch gerne nochmal, ich hab's schon in Kingdom Come gesagt, ich war ein bisschen kränklich die letzten beiden Tage, deswegen konnte ich nicht aufnehmen. Wir sehen uns gleich natürlich da drüben wieder, wo ich gestorben bin. Allerdings habe ich hier gerade noch eine Tür entdeckt, die ich aufgemacht habe. Oder gucken wir mal kurz rein. Der Wahnsinn. Holzschild. Oh, ein besseres Schild. Das gucken wir uns doch mal an. Holzschild, okay. Besser ist anders, aber gut. So, okay, dann sehen wir uns gleich wieder da, wo ich gestorben bin. So, da sind wir wieder. Der Typ hatte das Feuerding ins Kirchens auf mich geschleudert. Fand ich jetzt nicht so cool. So, sehr schön. Oh, mein Leiche ist da unten. Kommt hier denn dahin? Ist der Typ wieder da? Nein. So, verlorenes Gut zurückerhalten. Sehr schön. Ist die Kiste noch da? Nein. Versuch's mit Distanzkampf. Gegen wen? Generalschlüssel? Oui. Erstmal ein Estus-Flakon. Dann gucken wir mal weiter. Zäher Feind. Oh, oh. Boss. What? Wer bist du denn? Oh Gott. Haha. Lass uns hier unten kämpfen. Komm. Okay, was hast du denn so drauf? Oh, oh Gott. Der hat meine ganze Ausdauer abgezogen. Einfach im Kreis rennen und dann irgendwie hoffen, den Rücken zu treffen. Okay, ja, warum nicht? Halt einfach mal eine Milliarde aus. Oh, das war kein Backstep. Scheiße, meine ganze Ausdauer. Ich muss nach rechts laufen, das ist vielleicht da. Keine Ahnung, was der Unterschied ist. Hui! Oh! Okay, wie oft muss ich das machen? Mach keinen Scheiß, Junge. Mach einfach keinen Scheiß. Wow. Oh, holy shit. Komm, das kriegen wir hin. Ich habe zwei Herzpochen. Aber ich stelle mich dem Schweren. Au. Diese Kameraführung ist voll für den Arsch. Och, scheiße, jetzt bin ich da am Ende. Oh. Okay. Okay, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Scheiße. Okay. Scheiß Kameraführung. Nein, 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 nein. Mach keinen Scheiß, Junge. Mach keinen Scheiß. Au! Egal. Ich verliere kein Leben, glücklicherweise. Oh nein, mach das nicht. Bitte nicht. Weg von der Wand. Gut. Oh Gott, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Alter, the fuck. Warten, bis die Animation vorbei ist, und dann zuschlagen. Ich habe zwei Estus-Flakons. Okay. Er ist wieder zu nah an der Wand, glaube ich, dran, oder? Nee, es geht. Weg von der Wand, Junge! Weg von der Wand! Gott, geh doch von der Wand weg. So, willst du mich verarschen? So. Okay. Eigentlich nicht so schwer, aber er hat verdammt viel Leben. Ah, und wenn einen erwischt, tut's weh. Ich schaff das, Jungs. Ich schaff das. Meine Hände zittern. Was war denn das jetzt? Nehme ich? Ist gratis. Ich glaube, ich habe mich verwirrt mit meiner Taktik. Das ist die beste Taktik ever. Über dem Kreis laufen.
aber wenn er einen erwischt, ist echt blöd. Aber zum Glück schlägt er sehr, sehr selten zu. Ah, an die Wand mit dir, komm. Scheiß drauf. Ich lock ihn da weg. Aber er hittet mich jedes Mal dann. Aber, ha! Guckt euch das an! Geh doch weg von der Wand, Junge! Nee, ist klar. Komm da einfach weg. Komm da, komm doch einfach in die Mitte. Oh, komm, okay. So ist brav, mein Freund. So ist brav. Immer schön in der Mitte bleiben. Okay, ich glaube einmal noch. Ah, vielleicht zweimal. Ach, dieser dreckige Cheater. Okay, den Move kannte ich noch gar nicht. Okay. Komm, einfach nur einmal draufschlagen. Nein, es hat nicht gereicht. Gott, ist das verwirrend! Stirb halt! Oh Gott, ich werd zu nachsichtig. Jo! Stirbst du? Stirbst du? Er ist tot! Er ist tot. Er ist tot. Havels Ring. Okay. Oh Gott, meine Hände. Holy shit. Was war das denn? Erhöht maximale Ausrüstungslast. Nice. Dieser Ring wurde nach Havel dem Fels benannt. Fürst Gewinns. Altem Kampfgefährten. Havels Männer bezeugten mit diesem Ring ihr Vertrauen in den Anführer und konnten dank seiner Kräfte schwerere Lasten tragen. Oh, nice. Ich kann jetzt mehr tragen. Wo führst du mich hin? Finsterwurzbecken? Gibt's hier ein Leuchtfeuer? Leuchtet was? Ich habe das Gefühl, ich darf hier noch nicht sein. Deswegen schnappen wir uns das hier und laufen weg. Na toll, indem ich so Seele. Uhuhu, tschüss. Oh. Das war ein harter Kampf, Leute. Oh, gut, 6268 Seelen, die muss ich langsam ausgeben. So. Soll ich jetzt zurück zum Leuchtfeuer oder soll ich bis zum nächsten warten? Ich weiß nicht, wann der nächste ist. Okay, hier geht's noch rauf. Vielleicht ist da oben das nächste Leuchtfeuer. Das wir sehen. Famose Glut. Heißt Famose Glut Leuchtfeuer? Oh, scheiße. Wieso ist hier kein Leuchtfeuer? Hier. Wie ist er drauf gekommen? Ich traue den ganzen Scheiß nicht. Ich habe 6000 Seelen. Ich gebe die jetzt erstmal aus und dann sehen wir uns gleich an dieser Stelle wieder. So, was machen wir denn? Ich würde sagen, machen wir so 2 in Vitalität. Was bringt mir Beweglichkeit? Nichts Großartiges. Stärke. Womit kann ich ja nicht mehr tragen? Ist das Vitalität? Zauberei? Kondition. Okay, mit Kondition kann ich mehr tragen. Gut zu wissen. Wir machen das einfach mal so, da wird schon passen. Bisschen Leben, bisschen Stärke. Oh, dann laufen wir wieder zurück. Au. Okay. Ich wurde einmal getroffen, ich bin einfach durchgesprintet. Und jetzt kümmern wir uns um den Kollegen. Was? In den Rücken wollte ich hier fallen? Oh mein Gott. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ich komme hier nicht durch. Wieso leuchte ich? Wieso leuchte ich? Was ist das?
Hä? Weiß einer, wieso ich geleuchtet habe? Nicht. Nein, nicht sterben. Oh Gott, da kommt noch einer. Okay, immer wenn ich irgendwie wenig Leben habe, leuchte ich. Einfach an dem vorbeilaufen und dann durch die Tür und hoffen, dass da kein Boss ist. Scheiße. Was? Oh Gott, da ist ja noch einer. Okay, toll, jetzt habe ich auch zwei Estes locker aus. Es hat sich nichts an der Situation geändert. Geil. Na gut, gehen wir einfach durch und lassen uns überraschen. Bitte sei kein Nebel. Oh, fuck. Oh. Ist eine Leiter. Monster. Okay. Ist der ja oben? Ist das der Drache? Bogen? Wie fies ist das denn? Mit dir. Weg. Mit dir. Ach so, ist er hier hochgekommen. Rausspringen. Ich werde jetzt bestimmt nicht runterspringen. Okay, kurz Hände trocknen. Gut, dass ich alles ausgegeben habe. Scheiße, das wird jetzt ein Drachenkampf. Drachenkampf auf einer Brücke, das ist logisch. Okay, du bist kein Drache. Aber ich habe einen Plan. Gott, bitte, 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 schlag mich hier nicht runter. Ah! Okay. Boom! Oh Gott, jetzt stecke ich fest. Verzieh dich! Tschüss! Au. Trink doch was! Okay, wenn ich es noch einmal hochschaffe, habe ich's. Ist nicht dein Ernst! Fuck. Nein, der schlägt zu. Oh, fuck. Okay. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Wie mache ich das jetzt? Ich muss ihn da weglocken und dann nochmal versuchen, da hochzuspringen. Komm schon, komm schon. Bitte schlag mich nicht, bitte schlag mich nicht, bitte schlag mich nicht. Bitte schlag mich nicht. Ah! Treff ihn! Okay. Ich wollte gerade sagen, habe ich nur 200 Seelen dafür bekommen? Nein. Den Rest auch noch bekommen. Oh Gott, ich bin am Schwitzen. Ich bin voll shiny. Sag mal, dass hier irgendwo ein Leuchtfeuer ist. Oder ein Estus-Flock, oder? Was, wo die hier hängt? Ist kein Leuchtfeuer. Ah! War kein Leuchtfeuer, leider. Warte, ich konnte doch irgendwie mit Menschlichkeit mich, Ist da unten irgendwas? Ich konnte mich doch mit Menschlichkeit irgendwie heilen, oder? Dass hier direkt kein Leuchtfeuer gespawnt ist. Ich dachte, das spawnt immer ein Leuchtfeuer. Was suche ich jetzt gerade? Ich bin völlig daneben, ey, jetzt gerade. Ich bin verdammt zitternd und alles. So, okay. Seltener Winziger. Dieses schwarze Etwas wird Menschlichkeit genannt, doch über sein wahres Wesen. Wenn die Seele, wodurch ein Zeichen, bla bla, was? Du hältst einen Menschlichkeitpunkt und hat einen Grund. Okay. Wir ziehen uns das Ding rein hier. Ja. Okay, alles ist gut.
Alles ist gut. Ich habe Menschlichkeit geschluckt. Okay, kein Gegner. Kann ich nicht anvisieren. Gelobt sei die Sonne. Ah, hallo. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Okay. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. Okay, ja. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Gerne, ja. This pleases me greatly. Well then, take this. Weißer Symbolspeckstein. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Okay. Oh, hello there. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Okay, er will zur Sonne werden. Kann ich ihn damit rufen? Oh, ich bin immer noch am Zittern. weißer Symbol, Speckstein hinterlässt ein Rufsymbol. Weißer Symbol, Speckstein, Online-Spielobjekt. Hinterlässt Rufsymbol, aber Anrufungen sind als Hülle nicht möglich. Lässt dich über dein Symbol als Phantom in eine andere Welt rufen, besiege den Gebietsboss, um Menschlichkeit zu erhalten. In Lordran ist der Lauf der Zeit gestört und mit Hilfe des weißen Symbol-Specksteins können untereinander helfen. Aber ich dachte, ich kann ihn damit rufen, wenn es zu Bosskämpfen kommt. Wenn irgendein Bosskampf kommt, den ich nicht hinkriege, dann muss ich, keine Ahnung. Wollte ich ja nicht rufen. Geschlossen am Arsch. Komm ich von hier? Okay. Holy sh. Okay. Er wird doch wieder pusten, wenn ich da ankomme. Wie soll man denn hier durchkommen? Okay, ab wann pustet er denn? Okay, ich sehe da so eine kleine Schneise. Run, Forest! Er pustet gar nicht. Heißt das, man muss da sterben? Ach, sieh mal einer, guck. Eine Leiter und die führt bestimmt zum Bonfire. Ja. Da, wo ich gerade losgelaufen bin. Danke. Danke, Spiel. Einfach danke. So, aufsteigen. Stärke. Wir machen das, bis Stärke keine Wirkung mehr zeigt auf unsere Waffe. So sieht's aus. Okay. Dann gehen wir mal wieder hoch.
Und schauen, was uns als nächstes erwartet. Der Drache, soll ich jetzt gegen den Drachen kämpfen, ja? Warte, von da kamen wir, ne? Dann müssen wir jetzt hier lang. Da sitzt der Drache, okay. Ha! Schleichen wir uns an. Oder auch nicht. Suchen wir den offenen Kampf. Hallo, Dude. Oh, da kommt von hinten gerade einer. Oder auch nicht. Hallo. Ich sehe da hinten Ratten. Kommst du jetzt oder was? Nein, ich will da nicht kämpfen. Okay. So geht das natürlich auch. Also ich will nicht gerne da gegen die Ratten kämpfen. Oh, die kommen schon, okay. Oh, die sind easy. Aha, da ist eine Ratte. Da ist keine, okay. Ich glaube, Ratten kann man nicht backstabben, oder? Ich glaube, es geht nur bei Humanoiden. Okay, ja, das war easy. Schauen wir uns aber hier oben um. Ich hätte gerne eine neue Waffe, eine stärkere. Okay, da ist eine Treppe. Bezirk der Untoten. Ach, da ist der Drache. Schau mal. Und ein Bonfire. Zieh dich, Junge! Ich eine stärkere Waffe. Okay, wir gehen die Treppe hoch. Wir gehen definitiv die Treppe hoch. Das mit dem Schwein da, das gefällt mir gar nicht. Oh, ich höre Schritte. Nein! Und nicht du. Auch noch an so einem engen Platz. Ja, nee, ist klar. Holy shit. Okay. Ich sehe schon. Der ist ein Arsch. Auf ein neues. Hi. Na toll. Hey, hast mich im Leben nicht getroffen, Dude. Hier ist das viel zu eng. Okay, komm. Und runterschubsen kann man hier auch nirgendwo, ne? Kannst du freiwillig springen? Oh. Na geht doch, geht doch. The fuck, ey. Nicht den Scheiß ernst. Oh, ich laufe jetzt hier runter. Oh, dann komme ich gleich wieder. Und das ist aufgeladen. Ha. Sondern er kommt hinterher. Das, geht er jetzt hoch oder kommt er runter? Weil die sind. Ich muss ihn erledigen. Er gibt mir so einen komischen grauen Brocken. Der ist bestimmt wertvoll. Oh. Der war noch nicht ganz oben. Ach, scheiße. Da muss ich erstmal warten, bis er ganz hoch geht. Gehen wir erstmal ein Stück weiter und dann kommen wir wieder, um zu sterben. Ist irgendwie kacke, ne? Kannst du nicht einfach runterkommen? Hi. Ist das nicht wirklich viel besser zum Kämpfen? Ah.
Das wird schon. Oh, das war der heftige Angriff. Au! Nein, 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 nein. Hier ist die Kamera wenigstens besser. Hui! So, da wären wir wieder. Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier vielleicht... Habe ich eine andere Waffe vielleicht noch? Eine stärkere? Was haben wir denn hier? Wie? Ach so. Ich habe noch Morgenstern. Ist auch nicht besser. Ja. Wieso macht das lang für schwer zu wenig Schaden? Hä? Was ist der Unterschied zwischen den beiden Waffen? Robustheit. Oh, die Waffe ist fast kaputt. Robustheit interessiert mich einen Scheiß. Also, insgesamt alles. Na gut. Versuchen wir es auf ein neues. Ich kriege das hin, Leute. Das ist mein Erzfeind. Aber nur weil es da so scheiße eng ist. Ha! Das ist Nummer 1! Warum? Du bist ein Arsch, ey. Weißt du was? Leck mich doch. Oh Gottes Willen. Ich fand's hier unten besser zu kämpfen. Vielleicht kommt er ja nochmal. Vielleicht kann ich ihn besser locken. Hallo? Ich wünschte, das Tor wäre hier offen. Könnte ich ihn da reinlocken? Das gibt's nicht, ey. Und da trifft er mich immer. Jetzt ist er schon wieder an der Wand. Und backstabben kann man ihn auch anscheinend nicht. The fuck, du bist ein scheiß Cheater. Oh, das war der krasse Angriff. Ja, nee, ist klar. Oh, ich hoffe, ich locke jetzt keinen anderen mehr an. Nein! Lass doch diesen scheiß Angriff. Ich lauf nach oben. Du kannst ja hinterherkommen. Kann ich einen Sprungangriff auf ihn machen? Kleiner Lappen, du. Toll. Au. Nimm den. Okay, einmal. Ich muss nur noch einmal, dann ist er tot. Ein einziges Mal. Das ist ein dreckiger Cheater, ne? Ja, komm. Nimm das! Oh! Stirb! Schwert des Drachentöters? Kann ich den tragen? Bündig 32! Ach du Scheiße! Na gut, das dauert noch, bis wir den tragen können. Aber da habe ich wenigstens einen Grund, weiter auf Stärke zu gehen. So, nochmal gucken. Alter, ich habe ein geiles Schwert bekommen, Jungs. Riecht doch geiles Schwert. So, was brauche ich dafür? 32 Angriff, 18 Geschicklichkeit. Okay, das kriegen wir noch hin. So, was hast du davon, wenn du dich mit mir anlegst? Oh, die falsche Waffe ausgerüstet, ne? Oh, du
tut es gut, ihn fertig gemacht zu haben. Das tat richtig gut, Leute. So, und beim nächsten Mal stellen wir uns anscheinend diesem Schweinchen da. Wird nicht viel besser. Haut rein, ciao!